Minuten Deutsch. 2 Minutes German. Trinkgeld, einige Fakten. Trinkgeld ist ein zusätzliches Geld, das manche Menschen dem Servicepersonal geben, um ihre Zufriedenheit mit dem Service zu zeigen. Trinkgeld ist eine weit verbreitete Praxis in vielen Teilen der Welt und kann eine wichtige Einkommensquelle für Servicekräfte sein. In einigen Ländern ist Trinkgeld fast obligatorisch und wird erwartet und in anderen Ländern ist es nicht so populär. In den USA zum Beispiel ist Trinkgeld eine wichtige Einkommensquelle für viele Servicekräfte wie Kellner und Taxifahrer. Es wird erwartet, dass man etwa 15-20% des Rechnungsbetrags als Trinkgeld gibt. In anderen Ländern wie Japan ist Trinkgeld untypisch und kann sogar als Beleidigung gesehen werden. In Japan wird ein fantastischer Service erwartet, ohne dass ein zusätzliches Trinkgeld gegeben wird. In einigen Ländern ist Trinkgeld in der Rechnung enthalten, wie zum Beispiel in vielen europäischen Ländern. In diesen Fällen muss man kein zusätzliches Trinkgeld geben, es sei denn, man ist mit dem Service besonders zufrieden. In Deutschland geben 92% der Restaurantbesucher Trinkgeld. In Kneipen aber nur 53%. Ältere Menschen geben statistisch mehr Trinkgeld als junge Menschen und Männer mehr als Frauen. Ein Taxifahrer bekommt in Deutschland statistisch nur von jedem zweiten Gast Trinkgeld. We'll be right back.